Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erst einmal möchte ich euch danken für die 1000 Aufrufe von meinen Videos. Ja klar, es ist jetzt nicht was Weltbewegendes, wenn man das auf größere YouTuber ansieht, wie Sally oder wie sonstige YouTube-Stars. Aber es ist für mich schon ein großer Schritt, wenn man denkt, 1000 Leute haben meine Videos angeguckt. Und ich möchte euch an dieser Stelle jetzt einmal ein großes Dankeschön aussprechen, vor allem was meine Freunde anbelangt, was meine Familie anbelangt, für die ganzen Tipps. Und ich zeige euch jetzt heute eine Torte, die ich Kratzertorte nenne, aufgrund dessen Kratzertorte, weil das an meine Schwester und meinen Schwager ging. Die hatten vor kurzem Geburtstag und mein Schwager ist, was Schokolade anbelangt, ein kleines Kind und kann damit nicht aufhören. Und deswegen habe ich mir eine Torte einfallen lassen und am besten seht ihr einfach selbst. Gib die Eier zusammen mit dem Zucker in eine Rührschüssel und schlage diese zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz steif zu einer schaumigen Masse. Gib nun langsam Öl zu der Eimasse und Mineralwasser und lasse alles noch gut durchrühren. Hebe nun alle trockenen Zutaten behutsam unter die Eimasse. Gib nun den Backrahmen von dem Kuchen weg. Schneide ihn zweimal durch, dass du drei Teile hast. Gib nun Staubzucker mit Mascarpone und Kirschwasser in eine Rührschüssel und verrühre alles zu einer glatten Masse. Anschließend hebst du steif geschlagene Sahne unter die Mascarpone-Masse. Gib nun einen Tortenring um den Tortenboden und fange mit der ersten Schicht an. Nehme dazu ein Drittel von der Mascarpone-Creme und gebe es auf den Tortenboden. Verteile diese gleichmäßig und verteile dann Rumkugeln und Malteser auf der Creme. Dies wiederholst du jetzt noch einmal. Gib nun den unter Anführungszeichen Deckel auf die Torte
und streiche ihn noch mit Mascarpone-Creme ein und stelle diese dann anschließend für circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in den Kühlschrank, dass die ganze Torte sich einmal setzen kann und durchkühlen kann. Ganz wichtig. Hacke nun Kinderriegelschokolade der Länge nach in hauchdünne Streifen. Nimm nun den Tortenring von der Torte und du kannst, wenn du möchtest, die Seiten der Torte noch einmal hauchdünn mit Mascarpone-Creme bestreichen. Du kannst sie aber auch gerne so belassen. Bestreue nun die Torte mit den Kinderriegelspänen und dekoriere sie noch einmal oder dekoriere sie zusätzlich mit Überraschungseiern, mit den restlichen Rumkugeln bzw. mit den restlichen Maltesers. Ein Tipp von meiner Seite, mach die Torte am besten ein oder zwei Tage vorher, damit sie sie noch perfekt durchziehen kann und ihr die größte Freude damit habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Am besten gleich unten die Glocke zu aktivieren, dass ihr keinen meiner Videos mehr verpasst. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und bis bald. Ciao!